Wir sehe ich, wie viel Arznei wir haben? Nee. Ich glaube, der produziert gar keine Arznei. Na, der nimmt einfach nur die Kräuter. Wahrscheinlich gar nicht so viele aktuell. Pilze, es läuft relativ okay. Ich weiß nicht, wie viele Pilze ich für Onbo brauche immer. Wir müssen uns da überall noch ein bisschen reinfuchsen. So, Zelte sind gebaut. Das heißt, ich könnte jetzt den Hornbläser bauen. Ah, der muss in das braune Gebiet. Okay. Guck mal, Onbo hat Pilze gefunden. Coole Sache. Okay, Lanimion Weiß anbaut. Ist sehr hitzeumständig, benötigt deswegen nur wenig Wasser. Wächst aber dafür langsamer. Jetzt erstmal aufs Katapult. Der frisst zwar gerade, aber man weiß ja nie. Bahappa! Mein liebes Onbulein. Oh, da kommt eine Kreuzung. Was? Schrein. Ich muss Kundschafter bauen. Hätte völlig vergessen, ne? Völlig vergessen. Okay, das brauchen wir dann auch noch. Ich will Hornbläser. Gut, dafür brauchen wir Holzbretter. Das heißt, ich muss hier die Produktion wieder anfahren. Und wir haben aber definitiv zu wenig Holz. Alles ernst. Und du hast auch noch diese großen Holz. Also ein Baum bringt immer nur 3 Holz. Relativ wenig. Dann hast du diese großen Dinger hier. Da kannst du 200 abbauen. Brauchst du halt ein Sägewerk dazu. Das habe ich irgendwie noch nicht. Bei Stein gibt es halt noch... Also da, die sind doof. Wo habe ich das mit dem Stein gesehen? Ach hier. 200 Stein. Das muss irgendwie noch sowas bald kommen. Ich glaube, dass uns die... Wir haben zu wenig Kräuter. Naja, gut, die sind jetzt halt... Okay, schade. Wir sind jetzt natürlich schon an der Kreuzung vorbei. Okay, aktuell könnte ich halt sagen, hier, leg dich... Mach Platz. Geh, lauf. Arzt, Onbo-Befehle, Onbo-Füderung, Onbo-Doktor. Okay, gerade bringt es uns natürlich nichts. Aber wird vielleicht auch gut. Kommen bei mir gerade die eine Folge aus Futurama in den Kopf, wo der Roboter Bender im Universum herschwebt und durch einen Asteroiden sich auf dem Leben entwickelt und er als Gott gehuldigt wird. Allerdings nur die auf seinem Bauch liegen. Die Wesen, die sich auf seinem Allerwertesten niedergelassen haben, waren die Abtrünnigen. Ach, irgendwie doch recht tiefsinnig war die Folge. Geil. Sorry für das Abschweifen. Alles gut, alles gut. Immer gerne raus mit so Zeug. Ist auch ein geiler Gedanke, oder? Die auf dem Bauch, das waren tolle Wesen. Und die auf dem Arsch waren halt die abtrünnig. Alles klar. Finde ich gut. So, das deaktivieren wir erstmal wieder. Sonst kriegen wir keine Steinplatten raus. Ich muss sagen, Futurama hat mir immer gerne gefallen. Aber so manche Folgen, wenn du mal reinguckt hast, die waren echt geil. Das läuft. Das läuft. Was wollte ich denn jetzt noch bauen? Weißt du es noch? Und Onbo-Küche? Habe ich die Onbo-Küche gebaut? Wahrscheinlich nicht. Ah, die Kundschafter wollte ich noch bauen. Okay. Ah, Kundschafter müssen komplett an den Rand. Weil du die ja quasi dann über den Rand hinausschickst zum Looten. Okay. Recht durchdacht. Gut. Deine Begründung war, dass er die Wesen auf seinem Hintern einfach nicht hört, weil die so weit entfernt. Aber gute Begründung, ne? Alles schlecht. Hey ho! Judo!
Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Erlaubt dir Arbeiter loszuschicken, um den Onbu zu entgiften oder zu heilen. Wie kommen die an den Onbu ran? Mit dem Katapult? An ein Seil binden, mit dem Katapult losfeuern und dann heilen und schnell wieder zurück. Dudo, alles gut bei dir? Fünf wieder rein, oder? Ist geil. Wobei, Essen relativ... Ja, das sieht relativ gut aus. Lass mal auf vier. Willst ja nicht übertreiben, ne? Also, Onbu-Futter. Sieht echt eklig aus. Wir brauchen 20 Pilze, um ein Onbu-Futter herzustellen. Okay, das ist aber relativ viel. Ich hätte gedacht. Dann machen wir jetzt doch ein bisschen mehr. Auch von den Kräutern würde ich jetzt sagen, wir gehen ein bisschen hoch. Jetzt kommt bestimmt dann noch so eine Giftwelle. Hier! Ja, was sag ich denn, Leute? Gift! Schitte! Okay. Was? Hör ich das an? Mir geht's okay. Okay. Naja, könnte schlimmer sein. Mir geht's prima soweit. Das ist ein stressiger Moment, weil die Kids krank sind, aber sonst... Deiner Wald voller befallener Pflanzen. Erhöht die Giftigkeitsstufe und lässt giftige Pflanzen auf Onbus Rücken wachsen. Giftige Pflanzen haben angefangen, auf Onbu zu wachsen. Werden sie nicht schnell entfernt? Oh. Mach mal kurz Pause zum Lesen. Meinen sie sie aus, infizieren andere Pflanzen und vergiften Dorfbewohner in ihrer Nähe. Entferne alle giftigen Pflanzen von Onbus Rücken mit Hilfe des Endewerkzeugs oder eines Dekontaminator-Gebäudes. Oha. Habe ich nicht. 10 giftige Pflanzen sind wohl irgendwo. Aha. Der Kontaminator muss zuerst erforscht werden und benötigt Brennstoff, um die Pflanzen zu verbrennen. Dafür sind die Angestellten völlig autonom und können im Gegensatz zu regulären Arbeitern, die über das Erntewerkzeug vernichten, nicht vergiftet werden. Denk daran, dass... Alter! Okay. Das ist aber auch krass, ne? Das ist wahrscheinlich so giftige Pflanze. Die werden quasi vergiftet dabei, wenn die das entfernen. Qualitätsfahrzeug mit dem Stern? Macht es dann einfach automatisch dieses Ding rein? Macht automatisch das auf 1. Okay, verstehe. Ganz schön weit laufen hier. Alter, wir bauen die Dekontaminatoren. Du siehst doch gar nicht alles, oder? Ist jetzt ein Stern? Ja. Diese bedrohliche Musik jetzt. Oh mein Gott. Okay. Alter Schwede. Dann gehen wir auf jeden Fall mal noch auf mehr Pilze, hä? Mehr Kräuter. Kräuterlies. Ich würde es kurz... müssten genug Arbeiter haben, oder? Crazy! Ich habe heute endlich mal Anno 1800 angefangen. Ja, cool! Anno ist gut. Das ist super. Sehr schön. Ich hoffe, du kommst gut rein. Mir geht seit einer Woche meine Computermaus auf den Keks. Die linke... Die linke Maustaste macht einen Doppelklick, wenn man eigentlich nur einen Klick macht. Oh, ist voll nervig. Ich habe die Geschwindigkeit fürs Doppelklicken runtergestellt, aber es ist leider nur semi. Ich muss wahrscheinlich meine Maus ersetzen. Obwohl diese Maus nicht so ganz billig. Ah, shit. Ah, das ist ja doof. Kacke. Das ist im Moment, wo man eh gucken will, dass man spart, ne? Ah, doof. Oh, ein vergifteter Baum. Jetzt sind wir schon bei 13.
Da oben ist auch... Alter, wie schnell breitet sich das denn aus? Okay, ihr Lieben, wir müssen jetzt mal kurz hier handeln. Und zwar geht ihr jetzt alle dekontaminieren, bitte. Zügig! Los geht's! Alle ran da jetzt! Mische ich die Giftigkeit rum. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Giftdinger alle wegbekomme. So, welcher ist denn so, wer ist denn so hier mutig? Es ist, es könnte Freizeit haben. Ja, bei Anu hat man keine Freizeit mehr. Anni zerstört das Ökosystem. Wusste gar nicht, dass du so gut darin. Hey! Nein! Nein! Vor allem. Also, das Gute ist. Er ist aus der Giftwolke raus, bevor er sich zum Schlafen hinlegt, ne? Aber. Okay, er ist jetzt nicht vergiftet. Er hat zwar so einen Giftbaum gefällt, aber es sieht gut aus. Ich glaube, ich komme ganz gut rein. Ja, ja. Schön. Schauen wir uns mal kurz um. Die sind markiert zum Abbauen. Das ist gut. Alles von der Brio auch hochgesetzt. Das passt. Okay, die machen das aber gerade scheinbar automatisch. Weil... Ja, habe ich die angewechselt gehabt? Schon, Leute. 5 noch. Diese Dinger weg. Komm nicht mehr wieder heraus. Bleiben Sie bald. Oh nein, er ist verloren und muss Lieferketten optimieren. Ich glaube, der kommt nicht mal wieder. Oh nein. Wir haben ihn an Anno verloren. So, das ist ganz cool. Jetzt können wir quasi Leute losschicken. Keine Kundschaft verfügbar. Schade. Wo Schlafplatz? Was ist denn das hier, weil das so pink ist? Sollten wir in die Richtung dann gehen? Ich weiß es nicht. Nee. Ich will da hin. Ich glaube, ich bleibe einfach hier. Gute Idee. Finde ich gut. ganz kurz gucken. Hornbläser. Ja, dann. Ja, kurz deaktivieren. Ja, das Problem ist, das Witzige ist ja, wenn du deaktivierst, dann bleibt der einfach hier davor stehen. Das bringt mir dann gar nichts. Eigentlich muss ich das runtersetzen zusätzlich. Das Deaktivieren allein bringt irgendwie nichts. Finde ich. So, wir brauchen mehr Holz. Aber das Problem ist, also hier wächst jetzt kein Baum mehr nach, ne? Ich weiß nicht genau. Muss ich vielleicht doch aufpassen, dass ich nicht überall zu viel wegnehme? Oder ist es, weil die Häuser zu nah sind? Weiß ich nicht. Volle Anzahl Arbeiter benötigt. Warum habe ich denn noch nicht die volle Anzahl? Anzahl Arbeiter, Kundschafter. Muss ich die vielleicht ausbilden irgendwie? Aber ich raff das doch hier nicht. Nee, muss ich nicht. Weiß nicht, ob das eine gute Alternative ist. Musst du ja ständig dumme Sprüche von mir anhören, während Panny versucht, das Ökosystem aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja, stimmt. Schon etwas speziell hier. So, haben wir jetzt 2 Kundschafter oder wie ist das jetzt hier? Volle Anzahl benötigt. Arbeiter. Ja doch, das sieht doch gut aus. Schicke Kundschafter. 6 Stunden. Ja, aber... Ist es doch... Ist es nicht riskant, wenn ich da als Kundschafter hinschicke? Schaffen die den Rückweg denn dann noch? Keine Ahnung.
So, geht ihr jetzt kundschaften? Kundschaften irgendwo zu. Ja, ich glaube, es klappt, oder? Ich höre mir das gern alles an. Gut. Ist gut. Ah, okay, ja. Meine Vermutung, nein. Oh nein! Aber wir müssen doch optimistisch bleiben hier. Solange er schläft, ist alles gut. Sind die jetzt los, oder? Stelle Expeditionstrupp zusammen. Sind die jetzt los oder nicht? Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ah ja, doch. Das ist recht locker von der Zeit. Schaut mal. Schafft Kunde oder so. Die schaffen Kunde, ja. Alles gut. Schaffen sie. Okay, als die Kundschafter eintreffen, sind die Vorbereitungen für ein großes Fest in vollem Gange. Die Einheimischen feiern ihr traditionelles Erntedankfest, obwohl die Ernte in diesem Jahr schlecht ausfiel und sie noch mehr Essen benötigt. Okay, jetzt mal ernsthaft. Anfang von dem Spiel war, wir reisen umher, weil die ganze Welt vom Untergang steht und wir können nur noch auf Onmu überleben. Und da unten leben einfach Menschen und feiern ein Erntedankfest. Ernsthaft? Könnten stattdessen frischen Onbu-Dung anbieten. Habe ich gar nicht. Sie kriegen Bären. Neue Produktivität. Okay, das hat uns jetzt quasi die Moral. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir da Leute kriegen, aber... Ja, gut. Großer Steinbruch. Jetzt mal hin. Können die direkt wieder los oder sind die K.O.? Sollte funktionieren. Oh ja, Hütte. Ach nee, es könnte auch ihr letztes Erntedankfest. Ja, du meinst, dann muss man das schon feiern. Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. Ist okay. Also mit den Kräutern kommen wir recht gut voran. Ich mal eins runtergehen. Wo man nicht... So gut vorangekommen ist die Pilze, wobei ich auch schon zwei Onbu-Essen habe. Also eigentlich läuft es relativ gut. Mein Problem sind eher die Ressourcen. Die machen mir ein bisschen Probleme. Essen geht, trinken geht. Aus. Onbu-Futter. Dass du dir mein Katapult baust. So. Was brauchst du noch? Ein Onbu-Doktor. Oh, ernsthaft? Mit Heißluftballon? Das ist aber schon cool. Ich kann hier noch so ein Querding machen. Ja, alles zubauen. Kannst du irgendwo ein Sonnenhut bauen? Nicht, dass noch irgendwo ein Sonnenhut... Oh, das wäre ja schrecklich. Aber guck mal, er ist ja bemoost. Sollte klappen. Sollte irgendwo übrigens einen Spitznamen geben. Finde den Namen nicht gerade eine fantastisch. Zu Recht. Das passt nicht so zu so einem großen Stamm, ne?